Hallo? In diesem Fall bringe ich dich um. Hallo? Wie kam da ein Geistesblitz? Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind... Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Mach dich an. So. Wo steckst du? Komm zurück. Du kannst mich mal. Und wir sollten, glaube ich, schleunigst weg hier. Komm zurück, bitte. Komm zurück. Nein. Ich komme nicht zurück. Lalalala. Ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Ach, laber doch keinen. Natürlich willst du uns umbringen. Die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Da hättest du dich nicht so scheiße aufführen sollen. Klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Ja, das frage ich mich auch. Und wo zur Hölle müssen wir hin? Ja, das sieht doch gut aus. Und das auch. Dann kommen wir darüber, hoffentlich. Geronimo! Woohoo! Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Ach was. Oh, ich hab ne Idee. Hallo! Wow! Kleine Idee, ich hab ne. Schön. Mögen die Spiele beginnen. Wow! Wow! Okay. Wow! Wow. Ja. Das, meine Freunde, war knapp. Okay. Halt durch, bin schon fast da. Werfte mich gar nicht, einfach weiterfliegen. Wow! Alter! Hast du's bald? Zerstör halt doch die ganze Anlage. Mann! Muss ich da irgendwie hoch? Ja. Okay. Go! Ach, stimmt, ja, wir haben ja die. Bringen sie dich um? Sie bringen dich um, oder nicht? Vor allem der hier wird mich umbringen. Sie bringen dich in aller Stille um, vermutlich. Würde ich mir so denken. Ach, was haben wir denn hier alles? Vielleicht haben die Türme gelernt, Würgeeisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten, das ich höre. Ja, ich will es definitiv sagen. Wenn du aber noch nicht ganz tot bist, stampf einmal mit dem Fuß auf. Die Schachtel. Es gibt natürlich kein Stampfen. Und zweimal stampfen, wenn du nicht tot bist. Also nochmal zum Mitschreiben. Wenn du im Sterben liegst, einmal stampfen. Wenn du tot bist, vergiss das Stampfen. Und wenn du nicht tot bist, dann stampf zweimal mit dem Fuß auf. Ha! Ich würde es dir sagen, wenn ich tot wäre. Ist eine Frage der Höflichkeit, des zivilisierten Miteinanders. Darum würdest du es mir bitte sagen. Okay, das scheint mir jetzt lang genug zu sein. Bist du schon tot? Vor allem der hier ist ja mal übel geil. Und jetzt? Alter, wie man nur so fehlkonstruieren kann, ey. So, dann würde ich sagen, geh mal einfach mal raus hier. Und tschüss. Wow! Da liegt gerade dein von Kugeln durchsiebter Körper aus dem Raum. Das war... Oh, nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei Moment. Kann ich gar nicht Karten spielen. Ja, das merke ich. Neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Okay, Bube, Dame, König, Ass ist erstmal überhaupt nichts. Denn da fehlt der Zehner zur Straße. Und Mau-Mau-Vierling schon mal gleich fünfmal nicht. Aber ja, ja, dann nehmen wir das hier und nehmen wir das hier. Tschüss. Tschüss. Und wir wollen sicherlich dahinter. Denn da gibt es keinen Weg mehr. Nein, da will ich nicht hin. Etwas weiter rechts will ich hin. Das sieht doch gut aus. Da wollen wir hin. Ah, verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Ich habe Angst. Dumm. Die Klingenwand. Lustig. Fein. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Da will ich nicht reingeraten. Das ist schlecht.
So, dann werden wir irgendwie fliehen. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Oh. Will, oh. Bitte. Wow. Nicht mehr bewegen. Wow. Oh, da hätte ich die fast schon erweckt. Oh. Oh. Okay. 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 Okay, okay, ganz ruhig. Ich will doch nur weg hier. Wo steckst du? Komm zurück. Niemals. Ich habe Angst. Ich habe zu Recht Angst. Naja, egal. Ist da was Boing. Kaputt gegangen? Ja. Oh, oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Alter. Oh, 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 ja, ja, alles klar. Ich kam da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also, ja, ich was sterbe, zu... wo ich wieder da bin. Okay, Moment. Da kommt... Kann man da irgendwie durch? Hallo? Das wird zu einfach, schätze ich. Okay, wir können... Irgendwo dahinter... Bringt uns das was oder bringt uns das um? Das bringt uns zwar, glaube ich... ich könnte mal versuchen, darauf zu gehen. Es geht. Und da kommen wir auch hin. Hopp! Okay. Ah! Ja! Die mächtige blaue Farbe. Sie wird euer aller tot sein! Bam! Okay, das war zu kurz. Bam! Und da hinten nochmal. Bam! So. Damit hätten wir die auch erledigt. Wir können da mal gepflegt runtergehen. Einfach um hier nochmal. So. Boing! Okay, wunderbar. So macht das Ganze Spaß. Also für uns, für Weekly natürlich nicht. Ne? Weekly hat hier gar nichts mehr zu melden. Aber wir dafür umso mehr. Umso mehr. Ah, la, 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 la. Einstampfen wäre zu gut für ihn. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage. Das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich. Mhm. Dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. So kurzes Leiden nur? Okay. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber wir werden es sehen. Wenn ich diesen Schalter drücke. Jetzt. Was passiert hier? Das passiert hier. Und was ist das? Ah! Das nenne ich... ein Powerbomb. So, dann machen wir das Ganze nochmal. Und dann hoffe ich mal, dass wir das Glas hier zersprengen können. Ja, das funktioniert doch besser, als man vermuten ließe. So, dann können wir nämlich auch hier rüber gehen, ohne dass uns was passiert, und können weiter fliehen. Das ist immerhin ein gutes Ziel, das wir hier verfolgen, und dementsprechend bin ich auch ganz stolz darauf, dass wir das hier machen. Glaube ich. So sicher bin ich mir dann noch nicht. Ja, dann... ja. Gehen wir mal. Super, da bist du ja. Oh. Lass mich nur mal ewig. Oh, oh. Oh, oh. Oh, mein Gott. Oh, geh doch kaputt. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn es recht ist. Ich will ehrlich sein. Ah! Waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gebe ich dir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck. Jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich.
Und ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in dein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Tricks, keine Überraschungen. Jetzt kommen wir da auch nicht voran. Ein grausamer Todeskampf. Aber ganz ehrlich... Du siehst, gleich hier Schluss zu machen, ist das günstigere Angebot. Du musst dich nicht bis zu meinem Versteck durchkämpfen, wo doch hier sein bequemer Tod in greifbarer Nähe liegt. Und es ist ja keine Falle, ich schwöre. Du gehst den Tod hier absolut freiwillig ein. Das heißt dann wohl nein. So. Ja, da vorne ist noch was zu Bruch gegangen. Ja. Da muss man bestimmt auch irgendwie an den Monitor kommen oder auch nicht. Okay. Gut, dann nicht. Du meine Güte, was hat er nur getan? Ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, wie unendlich groß dieses Aperture Science Lab noch ist. Das ist mir schier ein Rätsel. Es sind auf alle Fälle ein paar Bomben oben. Und hier... Verdammt, das war falsch. Okay. So. Da haben wir... ein bisschen Platz. Ich glaube, um da hochzukommen. Was mich jetzt aber mal interessieren würde, da war doch, da komm mal her, nehmen wir das gleich so, da war doch sein Monitor. Okay, das... Ich probiere es einfach mal. Komm, was soll der Geiz? Einfach mal den Monitor zerdeppern, wenn es denn geht. Hopp! Nö. Okay. Gut, dann nehme ich alles zurück. Das war einfach nur ein Versuch auf gut Glück. Und, ja, da sehen wir nochmal, wie alles zu Bruch geht. So, Bild schön hier. Und wir schauen doch gleich mal, dass wir hier hochkommen. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Okay, geht. Da sind auf jeden Fall zwei Bomben vorne und... ja... Ach doch, tu ich doch. Ich betrüge dich und an jedem anderen Tag hättest du recht. Die Wissenschaftler haben dauernd Kerne an mir befestigt, um mein Verhalten zu steuern. Ich hörte mein Leben lang Stimmen, doch nun höre ich die Stimme eines Gewissens und das ist schlimm. Denn jetzt ist es meine eigene Stimme. Ganz im Ernst, ich glaube, etwas stimmt nicht mit mir. Tja, Gladys. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Da könntest du recht haben.